So viel zum Cliffhanger. Und was ist drin? Ein bisschen Cash, 26 Silbernuggets, ein Diamant, 6000 Coins und 92 mal 9 mm Munition. Mhm. 92 also irgendwie Stück ist doch super. Auf lässt sich das die sehen. Tiere schießen bringt scheinbar nichts, weil man trifft sie nicht. Die Wölfe. Ja. Das erklärt auch, warum ich den Wolf nicht getroffen habe und er mich töten konnte. Ich habe einen Regenwurm gefunden. Ja. Und gibt eine Lebensmittelvergiftung? Warum frisst denn den? Nein, habe ich nicht. Lest doch vorher durch. Ich kann. Ach, den braucht man für Angelköder. Okay, krass. So, erstmal das Fleisch in den Kühlschrank. Mann, haben die mich gefressen, ey. Kann es doch nicht sein. Für den Angelköder, was es hier nicht alles gibt in diesem Spiel, das ist unglaublich, ey. Kannst du dich wirklich hinsetzen und angeln dann, oder? Mhm. Ist eine Queste, kommt noch. Ja, die wollten nur spielen. Macht nix. Da ich schon mal unterwegs bin, gucke ich mir hier nochmal ein bisschen um, ne? Ja, mach das. Ich habe hier nämlich irgendwo eine Straße gesehen. Oh, hier ist nochmal ein neues Biom. Oh, hier war doch irgendwo eine Straße mal zu sehen. Oh, Jungs. Was ist denn jetzt los? Wo habe ich denn die Straße gesehen? Ich bin ja gar nicht wirklich weit weg von dir. Naja gut, ich habe jetzt auch ganz rausgezoomt. Doch. Stattgefunden. Mit fettem Hochhaus. Asrak. Ja, ich höre das. Versucht nur unser Fleisch mal ein bisschen. Ich habe kein Holz mehr, oder? I'm going crazy. Ich bringe ein Schaf mit. Das ist gut. Das hat mich hier plötzlich so angeblöckt von der Seite. Oh je. Yeah. Ich bin völlig durch den Wind. Aber wir haben Fleisch. Ich habe einen Nintendo 3DS gefunden. Mhm, kaputt, oder? Ja, die Batterie halt nur, ne? Dachte ich mir. Du musst doch irgendwo mal hochgehen zur Stadt. Komme ich hier hoch? Naja. Ich schaue mich gerade mal in der... Uhr klingt nicht gut. Ein schwarzer Puma hinter mir. Mhm. Oh, noch einer. Oh. Alles klar. Ich dachte mir, ist auch noch ein schwarzes Schaf. Wollte gerade absteigen. Hier sind nur schwarze Pumas drin, ne? In der Stadt. Ist unglaublich. Achso, Schneebiom. Sind die da bevorzugt vielleicht? Kann das sein? Ja, da kommen die gerne vor. Die laufen aber auch mehr auf der Stelle, als das hier. Ja. Also eher unmotiviert. Das ist natürlich mega ärgerlich. Ja, viele Wohnhäuser hier, ne? Ja. Sehr viele, auch sehr viele Steinhäuser. Aber ist halt Schneebiom, ne? Zum Umziehen vielleicht auch nicht so richtig geil. Oh, was haben wir denn hier? Ein Tablettenladen. Da überlege ich, ob ich da vielleicht mal einmal reingucke. Mhm, unbedingt.
Ja. Ich weiß, war der Spider-Schutz klar, aber nicht mit vier Holz. Und wir haben auch keine Spikes mehr vorrätig, ne. Sieht nicht so aus. Wir haben von allem zu wenig. Mal wieder. Warum brennt die nicht? Ah ja, Clay. Und da war was. So. Erstmal kurz. Regenerieren. Wie sieht's aus? Essen, trinken? Oh, Wasser. Ich wundere mich, warum es kein Zen Master gibt. So, jetzt wird's aber. Oh, shit! Ich guck schon mal oben links hin. Obst ist nicht im Haus. Nee, wir haben nichts. Im Moment nicht. Ja, Holz ist überbewertet. Wir haben und ich hab mich schon immer gefragt, wo dieses zweite Geräusch herkommt hier. Was für ein zweites Geräusch denn? Zu was denn? Hat die Apotheke eine Zwischendecke? Kann das sein? Ja, klar. Dann ist durch die Decke. Durch die Zwischendecke. Ja, eben tun sie noch nicht. Dann gehe ich da gerade auch noch nicht rein. Also, die ist mir zu laut da drin, ehrlich. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, nur. Oder oben auf dem Dach. Das kann auch sein. Na? Entweder Zwischendecke oder da. Klopp mal die Zwischendecke weg, ist da... Ne, die haben 3000 HP, hat die Zwischendecke. Ja, alles klar, dann ist es oben auf dem Dach. Ja gut, auf dem Dach können sie ja gerne bleiben. Also ich weiß nicht, ob die Zwischendecke überall 3000 HP hat, aber... Also wenn einmal 3000 sind, dann ist der Rest genauso. Also die Geräuschkulisse ist halt kacke, ne? Irgendwie, ne? Da ist der Zen Master. Den hab ich gemacht. Irgendetwas macht... Boah, ist ein ganz tiefes Knurren irgendwie. Mhm. Ich glaube auch in der Zwischendecke. Merkwürdig. Was heißt merkwürdig? Also, es wird bestimmt nichts Gutes sein. Nee, glaube ich auch nicht. Also meine Reaktion, wenn ich sehe, was das Geräusch macht, wird bestimmt... Nee, ich glaube, das ist außerhalb. Wird bestimmt nichts sein merkwürdig, sondern irgendwie anders würde ich reagieren. First Aid Kitchen, Matrix. Soll ich direkt lernen? Klar, warum nicht? Kann man immer mal gebrauchen. So, ich muss Bäume fällen, die hier sind noch nicht so weit. Wir switchen mal hier rüber zum Schnee. Ich habe eine Schere gefunden. Ist das nützlich? Ich weiß nicht. Was ist so eine Verbandsschere? Ja, ist gut. Okay. Erstmal Holz holen. Könnte es ein Puma sein, der da draußen so... Das kann auch sein, ja. Ist das doch ein Zombie da vorne? Was bist du denn für einer? Ich kenne dich nicht. Bist du eine dicke Mutter? Bist du eine dicke Mutter? Oh, schwierig. Bist du eine dicke Mutter? Wenn ich es nicht besser wäre, würde ich sagen, das ist ein Hirsch da draußen, der rührt, der vor der Tür steht und rein will. Aber ich glaube nicht, dass der es ist.
In erster Linie will ich ja an den Schneezombie rein. Die Geräuschkulisse ist nicht angenehm. Ja, ich glaube, das ist ein Puma. Der ist da am Fauchen auch. Mhm. Ja, super. Ich habe Fliegen. Ey, weißt du, Fliegen in der Apotheke, das geht gar nicht. Allein wegen der Hygiene. Keine Pickaxe mitgenommen. Weil, läuft. Das da ist ein Hirsch. Ich bin aber auch froh, wenn ich aus diesem Haus wieder raus bin, muss ich sagen. Okay. Läuft aber irgendwas hinter dem Hirsch her. Ah, Puma, okay. Wo ist das nächste? Geh mir lieber dahin. Das Bike. Und da ist die Markierung. Ich bin gerade so ein bisschen im Konzentrationsmodus. Deshalb sah ich gerade nichts mehr, nicht, dass du dich wunderst. Nee, alles gut. Na, normal ist die Kommunikation eigentlich mehr ganz gut. Du bist sicher, dass ein Gesundheitsamt wird bald einen Check machen. Ja, wegen der, genau, das geht ja gar nicht hier. So, komm her, du Scheißhund. Fliegenchen craften, dann wird aber wieder Dino gehauen, das ist das Problem. So, weißt du, wenn man sowas schon mal hat, muss man es auch nutzen. So, jetzt muss ich aber erstmal Fleisch heimbringen. Ich hatte schon bessere Apothekenausflüge, aber er ist jetzt auch nicht so schlecht. Hier ist eine Chemiestation drin, aber es hilft uns ja auch nicht wirklich viel. Nein. So, okay. Hier ist noch so ein. Ich glaube, hier ist eine von diesen Raketenbunkeranlagen drin. Mhm. Boah, ist hier noch einer. Dann haben wir ein Hochhaus und zwar hier Higashi, ne? Pharmaceuticals. Mhm. Oh, dann haben wir hier einen weißen Puma. Crackabook, noch ein weißer Puma. Ein Crackabook ist hier drin. Eine Tankstelle. Militärlager.
Ich sag dir nur mal, was hier noch so an lohnenswerten Loot-Sachen kommt. Und dann komme ich auch wieder zurück. Ja. Ja, das ist so eine kleine Mini-Fabrik hier mit Stahltor vor. Der Higashi ist schon am interessantesten hier. Noch ein Militärlager. Wobei, von dem bin ich nicht mehr so angetan. Ich habe im Solo mal so ein paar Militärlager gelootet. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Also wir haben drei Hochhäuser hier. Wir haben... Okay. Ja, drei Hochhäuser hat's hier. Ach, dieser kackschwarze Wolf. Ach, das gibt's doch gar nicht mit diesem verdammten Vieh. Und immer schön im Kreis rennen. Ach, das ist doch ein Honk. Veräppelt mich doch die ganze Zeit. Stirb doch mal rein zufällig wenigstens. So, passt. Oh, zwei Pumas, die miteinander spielen, und ich steig daneben ab. Sehr klasse. Okay. Ja, Higashi, dann haben wir einmal dieses Weißhochhaus, also nochmal diesen mehrstöckigen Buchladen, den haben wir hier drin, auch nochmal. Wir haben einen kleinen Buchladen und wir haben den mehrstöckigen Buchladen. Ich kann dir gerade nicht so folgen. Die Baustelle? Und was ist das denn von Horaus? Was ist denn das hier für eine Scheiße mit diesem Vieh? Gar nicht. Oh, ich hab eine Blutung. Da war ich noch gar nicht drin. Der Dishong Tower, okay. Also ich glaube, wir haben alle Hochhäuser hier in der Stadt, die es im Spiel gibt. Oh. Inklusive Baustelle. Okay. Ja. Ja, ich höre, du kämpfst ums Überleben, ne? Ja. Oh mein Gott. Ich brauche eine neue Windel. Alter. Genau. Alles klar. Ich glaube, ich komme mal nach Hause. Oder nee, warte mal. In der Nähe von der Stadt muss doch immer ein Händler sein. Muss nicht. Kann. Also bisher habe ich eigentlich immer irgendwo eingesehen. Also okay. In der Alpha 16, das muss ich dazu sagen. Vorher natürlich nicht. Ja. Aber da hatte ich immer den Eindruck, dass irgendwie in der Nähe von der Stadt immer ein Händler ist. Ich fahre hier mal auf den Berg rauf. Was ist denn das für ein Geräusch? Die Scheren dürfen wir nicht wegschmeißen. Du, die brauchen wir an der Science Workstation. Da brauchen wir die Scheren. Da kommt ein grüner Hinweis. Welche Schere? So eine Verbandsschere. Habe ich sechs Stück, ja, die stecken. Ja, aber es kommt drauf an. Hast du eine rostige, große Kleiderschere? Nein, oder ich habe eine vernünftige, sauber. Ich gehe doch nicht mit der dreckigen Schere an dich ran. Ja, weiß ich doch nicht. Was eine schöne, erstklassige Verbandsschere. Okay. Ja, die ist natürlich top. Puh. Das war ein Kampf. Der Wolf wollte es wissen. Oh, da trinken die Leute Kölsch. Das ist unglaublich, ey. Frechheit. Und ich habe nur Kaffee, kalten Kaffee. Und langsam heilt das Eichhörnchen oder sowas. Das ist echt schwierig mit diesem Vieh. Blödes Vieh. Scheiß Hirsch. So ein Spring ins Feld hier. So, da ist auch mein Zinnmaster.
So, mal gucken. Ist hier irgendwas Händlermäßiges noch am... Haha. 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 Gotcha. Bis wann hat er auf? Bis 10 oder? Ja, ja, ne? Okay, ich guck mal eben, was er hat, ne? Mhm. Ich lese mal vor, okay? Ja, okay, eine Shotgun, aber die kostet 10.000, das haben wir gerade nicht. Leather Chest. Herbal Antibiotics Buch hat er. Was meinst du? Ja, warum nicht? Ja, klar. Okay. Haben ein Gewehr. Mehr damit. Ja, ein Clawhammer kann man selber herstellen. Iron Leg Armor hat er nicht. Was hat er noch so an Bücher? Ja, Leather Hood und Leather Leg. Aber ich glaube, die können wir wahrscheinlich beide schon. Hm. Ja, so ein paar Knarren, ne? Aber auch gerade nicht erschwinglich. 14.000 für ein blaues Hunting Rifle und so. Nee, Munition wäre besser. 9mm Munition oder so, die verbrauche ich gerade sehr, sehr häufig. 7,62, aber 56 Schuss, die würde ich vielleicht mitnehmen. Nee, 111 Schuss hat er für 56. Für Hunting Rifle wäre vielleicht auch nicht so schlecht. 9mm hat er nicht. Was meinst du, 7,62 mitnehmen oder nicht? Ja, nimm ruhig mal ein bisschen mit. Keine Ahnung, nämlich 30 Schuss kostet 1600 dann. Mach ich mal. Kleidung. Hast du einen Mining-Helm? Ja. Der ist teuer, den er hier hat. Der kostet 5.000. Ja, du hast doch auch einen, oder? Nee. Nee, ich habe keinen Mining-Helm. Ich laufe die ganze Zeit über den Dunkeln rum. Sag doch was, wir haben eine Workbench. Ja, wenn du, hast du ein Eishockey, hier ein Dings-Football-Helm oder nicht? Ein Football-Helm? Nee, ich glaube, da haben wir es noch. Ja, eben. Wenn wir den nicht haben, können wir zwar keinen herstellen. Also für 5.200 ein Bauen, ein Kaufen ist vielleicht auch ein bisschen teuer irgendwie so. Auf der anderen Seite. Naja, aber dann hättest du einen. Eben, dann hätte ich einen. Also ich habe das genau noch mit, das Geld, ne? Ja, dann kauf dir einen. Hm. Einfach, dass du einen hast. Das ist nachher auch bei Hausdurchsuchungen 10-mal besser. Naja, auf jeden Fall. Okay. Gucken, konnte sich der Schneezombie da schon loseisen? Nee, konnte er noch nicht. Sehr schön. Ja, dann. Die Wegpunkte dahin setze ich dann nachher. Ja. Ich komme jetzt erstmal nach Hause, weil wird dunkel und... Och, gibt's was denn, ey. Er hat auch jetzt gerade zugemacht, ne? Ja, okay. Dann war alles richtig. Ja. So. Erstmal die Hygiene ausnehmen. Und ich bringe noch eine gute Portion Fleisch. Boah. Voll gegen Stein gefahren, ey. Meine Güte, ey. Ich bringe noch eine ziemlich gute Portion Fleisch mit. Gut. Ach, der ist jetzt noch so ein Spinnenbau hier. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, da war rechts ein Schwein, ne? Aber neben der Spinne wollte ich es denn doch nicht. Soll das Schwein einfach mal Schwein sein? Muss ein Schwein sein in dieser Welt. So. Wie, da war keine lila Nachtsichtbrille für 200 drin, oder? Nein. Ich glaube, ihr verscheißert mich, oder? Wow, 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 das Spiel baut gerade extrem spät auf. Mhm. Also ich habe momentan... Munition, wie blöd. Cool. Nur untexturiertes Terrain vor mir. Schwierig. Könnte bei dir jetzt gerade wahrscheinlich auch gerade ein bisschen lecken oder so, das weiß ich nicht, weil er mir die... Könnte, ja. Die Seeds rüberschickt oder so. Lecken tut es bei mir nicht, aber es baut extrem später auf halt. Oh, was ist das denn da noch? Nochmal ein Haus? Normales Haus? Ja, ah, ist glaube ich normales Haus. So, Erntedankfest. Ja. Diese verdammten. So.
Zombies schlagen uns die ganze Zeit die Obstbäumchen kaputt. Ja, ja, wenn ich länger shoppen gewesen wäre, wäre ich rausgeflogen. Das stimmt. So. Wenigstens mal ein bisschen Obsternte hier. Oh, hab ich mich verjagt. Ja, wir müssen jetzt auch wege der Uhrzeit, ne? Ah ja, so wege der Uhrzeit. Wege der Uhrzeit, die you know. You know, genau. So, aber trotzdem, ja, genau, eben. So.